select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Das war der Anschluss Pfiff-Endspiel der Begegnung des Pfilfingen Spielvereinigung Durlach Au 1 zu 1. Patrick, wie war der Auftakt jetzt in die Verbandsliga 2018-2019? Ja gut, so wie das Ergebnis letztendlich war, 1-1, für uns eine gefühlte Niederlage heute. Ja, am Anfang sah es so aus, als ob ihr nicht so gut ins Spiel gekommen seid, ein bisschen Schwierigkeiten hattet. Du hast dich eingewechselt, was normalerweise auch ein Zeichen dafür ist, dass es Probleme in der Abwehr gibt. Ja, kannst du mehr darüber erzählen? Ja gut, manchmal kommen Dinge anders da, wie man es sich ausmalt. Letztendlich war es darauf zurückzuführen. Wir waren sehr hektisch am Anfang und hatten recht frühzeitig unseren Innenverteidiger, der Atif Atia, der gelb-rot vorbelastet war. Also ich denke, die nächsten ein, zwei Situationen. Und er hätte wäre das Feld verwiesen worden. Und dementsprechend war ich gezwungen zu reagieren. Ja, aber da hat man dann mal wieder endlich mal die vier Gondorf-Brüder bis auf den Profi zusammen auf dem Platz stehen haben. Was ist das für ein Gefühl? Oder ist schon was Besonderes, oder? Ja, letztendlich ist Fußball ein Teil meines Lebens, meine große Liebe. Von daher ist es immer geil, auf dem Platz zu stehen mit den Jungs, um Punkte zu spielen. Von daher, ja, Nebenaspekt, klar, meinen vier Brüdern, natürlich ist das was Besonderes, aber es hat jetzt keinen besonderen Stellenwert. Also. Ja, ihr habt dann mit dem Spielverlauf besser ins Spiel gefunden, seid besser geworden, gefährlicher. Ja, mit dem Spielausgang zufrieden konnte man, denke ich mal, wahrscheinlich nicht sein, oder wie siehst du es? Ja, wie ich schon gesagt habe, also für uns fühlt es sich eher wie eine Niederlage an. Wir wissen die Gründe, haben die auch nach dem Spiel kurz besprochen. Von daher müssen wir mit dem Punkt leben. Klar, könnte man jetzt sagen, letztes Jahr sind wir mit vier Niederlagen gestartet. Jetzt haben wir zumindest mal einen Punkt aus dem ersten Spiel, aber das ist nicht unser Anspruch. Und dementsprechend müssen wir einfach an diesen Dingen, die das letztendlich das Ergebnis dann beeinflusst haben, daran werden wir ansetzen, um es in Zukunft besser machen zu wollen. Ja, du hast den Anspruch angesprochen, den ihr an euch habt. Kannst du mehr über den Anspruch erzählen und was ihr von eurer Mannschaft, von euch erwartet und was man von euch als Zuschauer bzw. Journalist erwarten kann? Ja gut, wir haben einen Anspruch an uns selbst, dass wir einfach immer alles raushauen wollen, dass wir eng als Team auf dem Platz stehen wollen, zusammenrücken, das dementsprechend transferieren und darüber hinaus mutig Fußball spielen. Also nicht verteidigen oder nur verteidigen, sondern wir wollen Fußball spielen. Wir wissen, dass dieses Jahr ganz, ganz schwierige Gegner auf uns zukommen. Ich habe es schon mal erwähnt, das wird wahrscheinlich die stärkste Verbandsliga sein, die es seit Jahren gegeben hat. Wir sind mit Sicherheit eines der jüngsten und unerfahrensten Teams und da muss man auch gucken, dass man die Jungs nicht zu hoch anpreist, weil da ganz schöne Kaliber noch auf uns zukommen. Von daher, wir wollen die Tugenden, die jeder abrufen kann, in jedes Spiel reinbringen und einfach darüber hinaus eben unsere Prinzipien mit einfließen lassen und versuchen da jedes Wochenende erfolgreich zu sein. Und dann schauen wir mal, was letztendlich nach ein paar Spieltagen, wo wir uns einbefinden und wo man sehen kann, welche Richtung das es geht. Kann man noch keine Prognose abgeben und zweiter Teil der Frage, ja, der Kader ist ja eigentlich qualitativ schon gut aufgestellt. Wie siehst du es? Ja, wir haben eine gute Mischung. Wir haben sehr, sehr viele junge, talentierte. Momentan es begleitet uns die ganze Vorbereitung schon. Hapert es ein bisschen. Viele Verletzte, viele Urlauber. Ich war heute gezwungen, zwei A-Jugendspieler mitzunehmen, die ihre Sache sehr, sehr gut gemacht haben. Noah Böhm freut mich darüber hinaus als Torschütze heute. Und letztendlich bin ich mit meinem Kader zufrieden, aber man darf nicht vergessen, die Jungs sind sehr, sehr jung, haben viel, viel Talent, aber daran gilt es zu arbeiten. Ich arbeite hauptsächlich mit Jüngeren, nicht mit fertigen Spielern. Von daher muss man da auch immer das Verhältnis sehen und da bin ich absolut zufrieden und weiß, was meine Aufgabe ist für die nächste Zeit. Patrick, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön, ebenfalls. Worauf wartest du noch?
jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.